dann schon beim Drehen hatte ja der Brian Jones, der die Anita begleitete, den Vorschlag gemacht, ob er nicht die Musik machen könnte. Und ja, als Regisseur ist man natürlich begeistert. Man denkt sofort Musik der Rolling Stones. Und er sagte, nee, ich möchte es aber nicht mit den Stones machen, ich möchte es als ich, Brian Jones, machen. Ich will sozusagen mal zeigen, was ich auch alleine kann. Und als er dann nach London kam mit der Filmkopie und ins Studio, um die Musiken aufzunehmen, und schon als ich ihn bei sich zu Hause abholte, habe ich gemerkt, dass er völlig daneben war. Ob das Drogen waren, ob das Anita war, ich weiß es nicht. Also da war er schon schwer in der Krise. Und er hatte sich Themen notiert, natürlich Noten. Kannst nicht eine Komposition nennen, aber doch, es war ausgearbeitet. Er hatte was da. Und im Studium merkte ich dann, dass die Stones ganz anders ihre Musik aufnehmen, natürlich, als man normalerweise Filmmusik aufnimmt. Denn das fängt im Grunde an mit Improvisation. Also man hat ein Thema und das wirft man so den anderen hin und man hat eine Zeile von einem Lied, wer dann später auch bei ihren eigenen Aufnahmen dann zugeschaut und zugehört. Und das kann Nächte und Nächte dauern, bis dann ein Song zusammengekommen ist. Ja, für Musikaufnahmen, für einen Film hat man normalerweise einen Tag. Okay, wir mussten bei Nacht, weil Brian arbeitete nur nachts, das war er gewohnt. Das heißt also, es kommt schon mal alles doppelt und dreifach so teuer, wenn man bei Nacht arbeitet. Aber dann am Ende der Nacht war noch gar nichts da. Und dann kam also eine zweite und eine dritte und eine vierte und es wurde also endlos in den Kosten überzogen, weil er ja im Grunde im Studio mit den Musikern saß und wartete auf die Inspiration. Allein kann ich dir nicht helfen. Und irgendwann hat der Keith Richards, der so zum Zuschauen kam, vielleicht hat die Anita ihn auch gerufen, hat er da so ein bisschen eingegriffen und hat die Sache in den Griff bekommen. Ich werde Ihnen helfen. Das ist zu schwer für junge Leute. Gerettet hat er die Musikaufnahmen, nicht die Musik selbst. Die Musik war schon das, sie haben das gespielt, was Brian sich notiert hatte, die Skizzen, die er hatte und was er da machen wollte. Er hat es dann dafür gesorgt, dass es auch tatsächlich gespielt wurde und aufgenommen. Na, das Beziehungsdrama der Stones hat sich, sagen wir mal, schon angebahnt wegen diesen Musikaufnahmen. Ich nehme an, dass deshalb auch der Brian so schlecht drauf war. Und gespielt wurde es dann, als der Film in Cannes lief. Komischerweise war dieser Film, der ja von der Kritik nicht gerade gut aufgenommen worden war, ausgesucht als offizieller Beitrag von in Cannes eingeladen. Und da glaubten wir ja auch noch an den Film. Und Anita ist angereist, wie üblich mit Brian Jones und dem Stash und zwei anderen. Ja, sie hatte ihre eigenen Groupies, die mit ihr reisten. Und da tauchte auch plötzlich Keith Richards auf. Und dann merkte ich, dass natürlich, die waren im gleichen Hotel, es gab dieselben Schwierigkeiten, wie es immer mit denen in Hotels gab. Da war schon abzusehen, dass sie wohl ab und zu mal in dem Zimmer von Keith verschwand. Und dann sind die beiden ja auch abgehauen. Der Brian hat es geahnt oder hat es irgendwie rausbekommen. Jedenfalls ist es dann in Marrakesch zu der Trennung gekommen.
Wichtigste, was ich von Brian dann gehört habe, war, als er schon bereits tot war und diese Meldung rumging und ich gleich nach London gefahren bin, die Anita mich angerufen hatte und dann war dieses große Konzert im Hyde Park und beim Zusammensein danach konnte man irgendwie spüren, dass eine gewisse Erleichterung da war. Also die hatten das sehr, sehr, das hat alle sehr, sehr mitgenommen, dass der Brian aus der Gruppe ausgeschieden ist. Aber es waren solche Spannungen zwischen ihm und dem Rest der Gruppe, er war so giftig, ja. Du hast doch selbst gesagt, das aus ist zwischen uns. Klar ist aus. Ich weiß jetzt, was mit dir los ist. Und muss einfach das sagen, soll man ja nicht von Toten Böses sagen, aber die Trennung von der Anita, die hat ihn schon auch fertig gemacht. Obwohl es gleichzeitig eine unmögliche Beziehung war, in den letzten Monaten jedenfalls. Also das war schon übel, hat er sie verprügelt und ich weiß nicht, wie sie sich verhalten. Also das war, es war unmöglich. Es ging nicht mit ihr und es ging nicht ohne sie und war eine tragische Figur, der gebuhlt hat um Aufmerksamkeit, also ein Narzissmus sondergleichen. Das ging ja so weit, dass er in München einmal, während wir drehten, und ich hatte ihn in der Tankstraße in einem jämmerlichen Zwei-Zimmer-Apartment-Neubau versteckt, wo ihn niemand vermutete. Und da ist er zum Kostümverleih gegangen, hat meinen Namen benutzt, hat sich da eine SS-Uniform, noch dazu diese schwarze von den SS besorgt und zurecht machen lassen und mit einem Fotografen sich verabredet und hat sich dann da vor dem Siegestor oder auf der Leopoldstraße, ich weiß nicht wo, da in Nazi-Uniformen fotografieren lassen. Der wusste ganz genau, ja, das erregt Aufmerksamkeit, ja, das wird überall gedruckt werden. Ich fand das natürlich entsetzlich, ganz entsetzlich und peinlich, peinlich auch für ihn, diese. Er war ja ein durchschaubares Manöver, ein Narzisst, der da, ja, eine Art Kinski, kann man sagen, ja. Ein musikalischer Kinski. Also als er merkte, dass wir nervös wurden, weil er wahnsinnig überzog bei den Musikaufnahmen und ohne Rücksicht, jetzt können wir denn das Stück jetzt aufnehmen, ist es soweit und so weiter, dann natürlich mit Absicht, dass wieder verzögert werden. Ja. Also da gab es einfach so einen Mean Streak in ihm, ein Böses und deshalb hat er auch immer natürlich die Konflikte dann bei den Aufnahmen mit den Stones wohl geschürt und überhaupt bei den Reisen. Er hat die Katastrophe gesucht, dass sie tatsächlich mit seinem Tod so schnell enden würde, das würde ich nicht sagen, dass es geplant war. Aber das war sozusagen ein Unfall, der den Tod in Kauf nimmt. Kann man das Selbstmord nennen, weiß ich nicht. Ich war nicht in dieser Welt drin. Ich war auch, wenn ich dann mit der Anita und Brian Jones in London zusammen war oder mit Keith Richards, später mit Mick Jagger und Marianne Faithfull und so weiter, kam ich mir immer wie ein Outsider vor. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, auch Keith Richards bis heute noch, aber das sind zwei Welten. Ja. Das geht ja auch. Ich habe nie versucht, ich habe nicht die innere Verbindung gehabt zu Rock'n'Roll. Meine Sinnes. Schnaps. Thank you.
fand die Musik bei den Aufnahmen ganz toll. Es war einfach die, es war Stones Musik und es war Brian's Musik und es passte toll zur Atmosphäre des Films. Ich weiß noch, wie ich mit den Bändern nach München zurückkam und habe sie dem Pressechef von der Konstantin, Theo Hinz und Rob Hauer vorgespielt. Und man hatte so das Gefühl, Mensch, da haben wir ja wirklich einen Fund in der Hand. Und bei der Mischung, beim Anlegen und vor allen Dingen beim Schneidetisch und dann bei der Mischung, ist mir irgendwie, habe ich auf einmal gemerkt, es ist wunderbar mit dem Bild, aber es hebt nicht ab. Also es ist nicht, mir sind ein, zwei Stücke in Erinnerung geblieben, aber das ist nicht so gewesen, dass man das Gefühl hat, die Musik treibt den Film vorwärts. Musik.